Hallo und herzlich willkommen, ihr seid beim besten Kanal für Vielflieger und ich bin zurzeit in Boston und da ist mir Folgendes aufgefallen. Schaut mal. Quälerei. Ja, ich bin froh, dass ich so ein Dreijährig bin, denn das bedeutet frei zu sein. Yeah. Dicke haben Blähungen, Dicke haben dicken Po. Und von den ganzen In Boston gibt es nämlich unglaublich viele Dunkin' Donuts. Und das ist nun kein Werbefilm für Dunkin' Donuts, sondern ich bin einfach der Frage nachgegangen, warum gibt es so viele Restaurants und selbst hier am Flughafen stehen die Leute Schlange für Dunkin' Donuts. Und ich wollte wissen, warum. Dicke müssen ständig fasten, damit sie dich noch dicker werden. Und haben sie endlich 10 Pfund abgenommen, ja, dann kann man es noch nicht mal sehen. Dicke haben so schrecklich schwer mit Frauen, denn Dicke sind nicht angesagt. Drum müssen Dicke auch Karriere machen. Die Antwort lautet grundsätzlich erstmal werbeslogentechnisch America runs Dunkin'. Also Amerika läuft für mit Dunkin' Donuts, wie auch immer die das geschafft haben, weil eigentlich ist das doch ein recht süßes Zuckerstückchen. Aber was lieben die denn eigentlich? Die Antwort, die ich bekommen habe, zum Beispiel von einem Polizeimann, der sagte, I like the coffee. Ja. Und irgendein Feuerwehrmann sagte, oh, I like the sweetness. Und dann habe ich mal probiert. Es gab nämlich einen Probierstand von Dunkin' Donut und ich habe mir mal diese Kaffeesorten durchprobiert. Dieser Kaffee ist recht süß. Recht? Er ist unglaublich süß. Ist der absolute Wahnsinn. Und von der Seite? Also ich kann wirklich nicht nachvollziehen, warum alle auf Dunkin' Donuts stehen und warum so viele Geschäfte, wirklich manchmal 10 Geschäfte in einer Straße, nur mit Dunkin' Donut voll sind. Also da stürzen also Starbucks und sowas regelrecht ab. Dünne Menschen wollen immer Blumen. Schade, aber dicke wollen immer Schokolade. Dicke Mädchen haben schöne Namen, heißen Tosca, Rosa oder Carmen. Dicke Mädchen machen mich verrückt. Und damit wird völlig klar, ich stehe jetzt direkt hier vor einem Starbucks-Café. Ich werde nicht bezahlt von Dunkin' Donut. Aber ich muss wirklich sagen, so viele Dunkin' Donuts in Boston habe ich noch in keiner anderen Stadt gesehen. Ja, und da ich dann alle gefragt habe, worum es dann geht, warum die alle da so stehen und warum die unbedingt zu Dunkin' Donut wollen, gab es eben die unterschiedlichsten Antworten. Die einen haben gesagt, wir mögen den Kaffee, wir mögen die Teilchen und wir running, also wir rennen für Dunkin' Donut. Also ich glaube, sowas geht auch nur in Amerika. Und von der Seite hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich fand's lustig und bis demnächst. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Hier geht's direkt zum nächsten Video. Und danke fürs Zusehen. Denkt nicht an das Like zu vergeben. Beim besten Kanal für Vielflieger und tschüss. Dicke Mädchen hat der Himmel.